Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leiden heutzutage aufgrund der Fülle von Bild- und Textinformationen immer öfter an einer Aufmerksamkeitsstörung und damit verbundenen Lernschwächen. So geht es auch der 22-jährigen Studentin Lena, die an sich selbst ein Konzentrationsdefizit bemerkt hat. Hilfe findet sie bei Elitera in Neubrandenburg. Die Ursache für Lenas Konzentrationsschwäche liegt im Gehirn. Ein Problem, das sich lösen lässt, indem man lernt, auf die eigenen Hirnaktivitäten Einfluss zu nehmen. Ergotherapeutin Andrea Samuel ist Spezialistin für das sogenannte Neurofeedback. Mittels Elektroden werden Gehirnwellen gemessen und dargestellt. Die Grundlage für ein gezieltes Training. Wenn man sich zum Beispiel konzentrieren möchte, ist es ganz wichtig, dass man langsame Hirnwellen, die schlecht sind für die Konzentration, runtertrainiert. Und die Konzentrationswellen, also die schnelleren Hirnwellen, die trainiere ich hoch. Und der Patient kann direkt sehen, wie gut ist meine Konzentration, wann drifte ich ab, wann verliere ich den Fokus und wie fühlt sich mein Gehirn an, wenn ich mich konzentrieren möchte. Plastisch darstellen lassen sich Training und Trainingserfolge in Form von Videospielen. Ist der Patient konzentriert, bleibt die Figur in der Luft. Schweift er gedanklich ab, sinkt sie zu Boden. Die Wege in die Konzentrationsphase sind dabei sehr individuell. Über das Neurofeedback lässt sich eine eigene Technik entwickeln, indem sich der Patient seiner Gehirnaktivitäten bewusst wird. Längeres Training ermöglicht es, vorteilhafte Gehirnwellen zu verstärken und später auch im Alltag gezielt zu steuern. Dabei kann das Neurofeedback nicht nur bei Konzentrationsschwächen ein wirkungsvoller Therapiebaustein sein. Auch Migräne, Phobien, Burnout sowie Angst- und Schlafstörungen lassen sich behandeln. Gute Ergebnisse zeigen sich durch die Steuerung der Gehirnaktivität auch bei der Behandlung von Depressionen. Bei Depression funktioniert es wie folgt. Rechts verarbeiten wir die negativen Emotionen, links verarbeiten wir die positiven Emotionen. Depressive Menschen haben links eine niedrige Aktivität und rechts haben sie eine höhere Aktivität. Neurofeedback setzt da an, dass wir rechts runter trainieren und links hoch trainieren, sodass die Menschen wieder mehr in der Lage sind, positive Erlebnisse überhaupt wahrzunehmen. Sehr beliebt ist die Technik des Neurofeedbacks, zudem bei Sportlern, um auch die letzten Leistungsreserven aus sich rauszukitzeln. Für solche und andere Anwendungen steht bei Elitera ein junges, engagiertes Team aus spezialisierten Therapeuten bereit. Sie behandeln gesundheitliche Beschwerden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, bieten darüber hinaus zahlreiche innovative Angebote zur Bewahrung oder Steigerung der geistigen und körperlichen Fähigkeit.